Jo und hallo zu The Witcher 3 mit mir, dem DGN, auf dem Kanal sind wir auf Livefront. Wir sind in Ochsenfurt. Hier, wir können das mal auf der Karte sehen. Da zappt die Bohne. Und da müssen wir hin, um halt mit Triss zu sprechen. Ich wusste gar nicht, dass sie in Ochsenfurt ist. Aber dem scheint so zu sein. Na gut, wir sind in Ochsenfurt. Die Stadt gefällt mir sowieso irgendwie ein bisschen besser. Das ist lang lebe Radulin. Ja. Ach ja, das ist ja klug, ne? Warte mal. Streitlustig, wie? Deswegen bin ich in Ochsenfurt. Da ist halt Radulin. Jetzt habe ich es verstanden. Ich weiß nicht genau, so, ob ich da zur Fahrt machen oder soll ich erst tatsächlich mit Triss sprechen? An 3 Pfund Stahl. Ah, ich werde natürlich zuerst mit Triss sprechen. Das war sowieso meine Idee. Das Gefühl, wenn ich zuerst mit dem König rede, dann habe ich ein paar. Ich weiß es auch nicht. Habe ich halt ein paar Möglichkeiten weniger zu wählen. Aber das könnte mir natürlich auch durchaus passieren, wenn ich jetzt zuerst mit Triss rede. Ja, ist natürlich schade, ich wollte den Ladebalken, wollte ich dir ersparen. Ich hab dich im Blick, Weißer. Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Einladung zum Gedächtnis. Inventar. Na, Einladung zum Gedächtnis rennen und dann steht hier nichts. Verladen finden. Super. Jetzt nicht anzusingen. Nee, Quatsch, der ist sowieso ganz falsch. Da. Einladung zum Gedächtnisrennen. Hört, hört, Bürger der freien Stadt Novigrad und Fremde! Die noble Familie Wengelbund gibt sich die Ehre, zum alljährlichen Großer Erasmus Wengelbund Gedächtnisrennen zu laden. Es sind sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer des Rennens willkommen. Wie üblich findet das Rennen auf dem Gelände des Wengelbund-Anwesens statt. Man wende sich mit allen Anliegen an die Rennleiter. So, machen wir Gedächtnisrennen. In einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. So, hoffentlich komme ich jetzt auch tatsächlich zu Triss und renne ich hier wieder durch die Gegend. Und stelle fest, dass ich dann auf einmal wieder in Ochsenfurt bin. Aber das ist ja eigentlich gut. Die Kennzeichnung. Bayern oder nicht Bayern? Ach, Scheiße. Den gibt's noch? Tja, jetzt hat er mich getäuscht und dabei hat er sich selber getäuscht. Er hat praktisch sich selber ausgefummelt sozusagen. Ich hätte gedacht, er macht einen Angriff und ich wollte ihm mit einem schnellen Angriff entgegenkommen, aber er hat gar keinen Angriff gemacht, war aber trotzdem ungedeckt. Das ist natürlich schade. So, und schon wieder gibt es ein paar Hurensöhne weniger. Aha, das war so richtig. Das ist, Slapstick, das ist Spontanhumor, meine Damen und Herren. Was ist denn da los? Oh! Oh, da sind noch zwei. Boah. Okay.
schnell einsammeln, bevor die Wachen kommen. Na komm schon. Ja, die Wacken sind bekloppt. Ich weiß gar nicht, ob man es mal hören kann. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass man es hören kann. Das ist ein bisschen schade, aber so. Wieso hat die Frau so viel Besuch? Klopfen wir mal an und stellen das mal fest. Was machen die ganzen Hurensöhne hier? Ja, wen willst du sprechen? Chris. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Keine Männer, keine Haustiere. Da. Da bin ich auch froh über die Reihenfolge. Ein anständiges Haus, wo Hurensöhne lauern. Moment mal. Ach, da ist die Treppe, okay. Ja, schon, was soll denn das jetzt? Gehen wir mal da hoch. Und da ist ja auch dieses Navi, dieses mit den Punkten. Das nutze ich sowieso nicht. Und wenn ich dann darauf gucke, denke ich immer so, das ist irgendwie ätzend. Na, was ist denn hier mit ihrer Unterkunft passiert? Das sieht ja alles nicht so schön aus. Ja, Geralt? Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Als Warnung? Ach, es ist 12 Uhr, die... Der Feueralarm ging gerade los. ja. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt. Und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Ich habe mit Radovid gesprochen. Er hat mir einen Vertrag angeboten, wenn ich Philippa suche. Dieses Schwein. Reicht es nicht, dass er ihr die Augen ausgestochen hat? Er will sie bestimmt noch mehr foltern. Du hast natürlich abgelehnt. Nein. Geralt, du weißt, was er ihr angetan hat. Entspann dich. Weil ich zugestimmt habe, kann ich nach ihr suchen, ohne dass mir seine Männer in die Quere kommen. Ich möchte wissen, was ihr zugestoßen ist. Und? Hast du was rausgefunden? Noch besser. Ich habe das hier gefunden. Ein Megaskop-Kristall. Er ist beschädigt, könnte aber noch funktionieren. Francesca zögert auch. Weder sie noch Ida möchten blindlings entscheiden. Sie werden nicht länger zögern, wenn wir Keira und Fringilla überzeugt haben. Fringilla steht auf unserer Seite. Sie stößt zu uns, sobald sie einige Angelegenheiten in Nilfgaard geregelt hat. Perfekt. Dann ist nur noch Keira übrig. Leider weiß ich nicht, wo sie steckt. Ich schon. Was ist mit Yennefer und Triss? Yennefer hat nie der Loge angehört. Und Triss? Wir werden sehen. Ich brauche mein Augenlicht zurück. Ich kann nach Novigrad zu Arthur der Flaester gehen. Triss soll sich auch in der Stadt aufhalten. Du bestehst darauf? Phil, entschuldige bitte, aber du wirst deine Augen nicht allein zurückgewinnen können. Wilgefortz hat's geschafft. Ich wende die gleiche Methode an. Ich lasse Gewebe auf Edelsteinen wachsen. Das ist... Denn dafür brauchst du immense Macht. Du begibst große Gefahr. Das ist alles. Mehr konnte ich nicht rausholen. Stimmt das? Philippa sagt, dass sie ihr Augenlicht zurückgewinnen möchte? Anscheinend wollte sie Gewebe auf Edelsteinen wachsen lassen. Das ergibt Sinn. Ich habe mit Blut bedeckte Achate in ihrem Versteck gefunden. Wenn es ihr gelungen ist, dann wäre sie die zweite Person auf der Welt. Aber die Sache mit der Loge, das fand ich interessant. Was meinst du damit genau? Die erwähnten Namen. Das sind die mächtigsten Zauberinnen, die früheren Mitglieder der Loge. Sie wollen sie wieder ins Leben rufen.
Ist das gut oder schlecht? Kommt drauf an, für wen. Philippa hat immer gesagt, wenn die Magie vergeht, dann vergeht auch diese Welt. Und die Loge wollte die Magier und ihre Interessen schützen. Andererseits wären Radovid und der Kaiser nicht glücklich darüber. Sie müssten unsere Meinung respektieren und keiner möchte die Macht teilen. Geteilte Macht ist immer die beste Macht. Unsere Meinung? Würdest du ihr wirklich beitreten? Nein, ich habe andere Pläne. Und, was hast du mit dem Kristall vor? Ich weiß noch nicht. Radovid wäre sicherlich sehr daran interessiert. Du wirst ihm den Kristall doch nicht geben, oder? Warum denn nicht? Ich sollte ihm zwar Philippa bringen, aber vielleicht ist er auch damit zufrieden. Ich hoffe wirklich, dass du das nicht ernst meinst. Radovid hasst Magier, besonders Philippa. Wenn sie ihm in die Hände fällt, wird sie diesmal nicht mit dem Leben davonkommen. Du hast recht. Er würde die Redania wieder auf ihre Spur führen. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Das ist viel besser. Bei mir ist er sicher. Ich werde einen Analysezauber wirken. Vielleicht erfahre ich noch mehr. Viel Glück. Ja. Dann wollen wir mal zu Radovid und gucken, was da so los ist. Was wissen wir denn jetzt über Philippa? Nicht viel. Wir wissen halt nur, dass sie die Loge neu gründen will und dass sie eventuell ihre Augen wieder hat. Ich weiß noch nicht, warum Triss jetzt hier wohnt. Wo noch nicht mal die Tür nach draußen zu finden ist. Nicht mal mit Navi. Das ist noch weiter runter. Ja, und was wissen wir noch? Wir wissen, dass Triss nicht zur Loge beitreten möchte, warum auch immer. Und Yennefer will anscheinend diese Philippa nicht haben. Dann ist da noch eine andere Hexe involviert. Und ach ja, und dann gibt es halt noch die gute Kaira, die auf unserer Burg in Kathmoren ist. Oder Kamoren. Oder wie heißt die Burg? Weiß ich nicht. Wollen wir nochmal gucken? Wie heißt denn die Burg jetzt? Kann ich sogar nicht sehen, aber so. Da, Kaer Morhen, ja. Tatsächlich könnte ich da mal hinreisen, weil da gibt es auch so ein Dings. Ja, scheiße, nein. Vielleicht sollte ich das tatsächlich mal machen. Aber erstmal brauche ich einen Wegweiser. Ich wollte sowieso mal gucken, wie die Hütte aussieht heute. Ich glaube, ich war seit der. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet. Seit dem Tutorial war ich nicht mehr da. Achso. Das Ding hat auch noch ganz schön Umgebung. Schatztruhe, aber er zeigt mir nicht an, dass jetzt hier. Das ist doch eindeutig ein Questpunkt. Oh, wir reisen mal hin und gucken, was passiert. Aber ich kann gar nicht dahin reisen, sehe ich gerade. Ich habe keinen Wegweiser. Kein Wegweiser, kein Kaer Morhen. Also scheint es irgendwo hier zu sein. Da. Ah ja, genau. Zu Radovid. Der gute alte Verrückte. Radovid.
ewige Feuer sei mit dir. Zauberer? Hä? Bin ich jetzt blöd? Wie komme ich jetzt auf das scheiß Schiff? Scheiße. Was zum Teufel? Dies ist das Schiff seiner Majestät Raduvit des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten. Aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Nein, aber ihr habt mein Wort. Dein Wort. Du gibst mir dein Wort? Tut mir leid. Aber Eilhardt selbst hat mich gelehrt, niemandem zu trauen. Besonders nicht seinem Wort. Es ist alles gesagt. Lebe wohl. Oh Mist, das war irgendwie zu viel. Das ist, viel wollte ich nicht. Am Anfang hat mir das noch gut gefallen. Da hat er halt irgendwie erzählt. Ja, und wahrscheinlich ist sie umgekommen. Und aber wieso hat er ihm das Lang lebe Raduvit. Oh Mann, ey. Was soll denn das? Hört ihr? Oh, Entschuldigung. Hätte er ruhig zugeben können. Ne, was Quest. Hätte er ruhig zugeben können, dass so, was haben wir denn? Unter 12 haben wir ja nichts mehr am Start, ne? Freiwilliger. Na komm, Assassin's Creed Man. Oh. Zack, die Bohne. Langsam muss ich auch mal irgendwie gucken, dass ich diese Quest von diesem einen Schmied mache. Da habe ich auch noch Bock drauf. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Das ist nicht das, was ich will. Bis dann. Komisch. Finde die Farbe, die der Troll braucht. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Bis dann. Bring die Troll die Farbe. Lang lebe Raduvit. Ja, ja, klar. Und hoch die Tassen. Scheiße. Genieß das Leben, Mutant, solange du kannst. Ja, mal gucken, was es bringt, dem Troll noch die Farbe zu Krieg zu lieb und nicht verkehrt. Männer fallen tot vom Pferd. Trolle machen so... Gefreiter Schiefer zerstelle.
Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Ich hab gar nicht geguckt, wie teuer die war. Was ist denn? Farbe, ja, aber weiß nicht wie. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie? Mein Befehl, er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogel malen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Schön, Vogel, toll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut, nicht wie andere. Danke. Trinken wie so viel noch nie. Dreiberg Infanterie. Schwinge Schwert und Knöchel knapp. Tötet Nilfgaard Lumpenpack. Denn mir zittern schon die Knie. Hier kommt Nimner Kavallerie. Schwinge Schwert und Knöchel. So, dann kümmern wir uns mal jetzt hier weiter um unseren guten alten Rittersporn. Den müssen wir auch noch finden. Ja, den finden wir dann in Beckelsheim. Ist auch noch eine Quest. Ich habe das Gefühl, wir kommen da nicht mehr hin. Den finden wir dann hier, da bei dieser guten Träumerin und dem, wie heißt Göttling, ne? Göttling-Mädchen. Ja, oder weiß man ja gar nicht, ob das ein Mädchen ist. Das heißt, wir sehen uns gleich. Tschüss!